Zuerst läuft es bei Leslie und Tobias Höfer nach Plan. Nach der Hochzeit wird sie schwanger. Doch dann kommt alles anders. Beim Ultraschall deuten Auffälligkeiten auf eine schwere Chromosomenstörung hin, die jederzeit zum Tod führen kann. Wenn man überlegt, 27 Wochen war alles in Ordnung und dann hat man so einen Termin bei der Feindiagnostik und plötzlich wird man in diesem Termin, wird gesagt, okay, mit dem Kind könnte was nicht ganz stimmen, okay. Das war für uns aber auch jetzt, das ist ein Schock, aber das war kein, ja, das hat nichts an der Beziehung zu unserem Kind verändert. Aber wenn man dann im gleichen Moment ständig mit dem Thema Abbruch konfrontiert wird und man überlegt, dass man in einer Zeitspanne von einer Stunde oder zwei Stunden von wir werden eine Familie zu, wir sollen uns gegen unser Kind entscheiden. Die Diagnose nach der Fruchtwasseruntersuchung stellt alles auf den Kopf. Trisomie 13, ein unheilbarer Gendefekt, der Organe schädigt und tödlich endet. Die Ärzte raten zur Abtreibung. Doch Leslie und Tobias entscheiden sich anders. Sie wollen, dass ihre Tochter, die sie Lou nennen, bei ihnen bleibt. Ich weiß auch nicht, ob es der schwierigere Weg ist, den wir gehen. Das weiß ich nicht. Es ist aber unser Weg. Einige Wochen nach der Diagnose. Leslie und Tobias versuchen trotz allem, auch wieder das Schöne am Leben zu sehen. Sie kaufen einen Hund und machen Ausflüge. Und erzählen so Lou von der Welt. Sie gibt uns immer ein gutes Feedback, dass sie da ist und dass sie bei uns ist. Das ist Wie macht sie das? Indem sie anfängt zu treten, Schluck auf hat. Das alles, was einfach, dass man sie spürt und das ist auch wahnsinnig, da bin ich auch wahnsinnig dankbar drum, weil es ist schon so, dass man gerade am Anfang oft gedacht hat, jeder Tag, weil so wurde es ja auch gesagt, also es kann jeden Tag passieren, dass sie geht. Und so hat man jeden Tag auch so begonnen, so nach dem Motto, ist da jetzt noch jemand, ist sie noch aktiv? Leslie und Tobias gehen den sogenannten palliativen Weg. Ihre Tochter Lou soll ohne Schmerzen zur Welt kommen und in Ruhe sterben dürfen, ohne lebensverlängernde Maßnahmen. Meistens entscheiden sich Eltern für eine Abtreibung, wenn die Diagnose nicht lebensfähig lautet. Auch Leslie und Tobias haben darüber nachgedacht, aber nur kurz. Ich habe mir den Gedanken dann gemacht, dass man im Prinzip so einen Zettel unterschreibt, wo man dann bestätigt, dass das Kind abgetrieben werden soll. Und das war für mich irgendwie so nach dem Motto, also das war für mich nicht vereinbar, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mein Kind oder so mein eigenes Kind, was ich jetzt dann ja in der 27. Woche auch selber schon mit der Hand gespürt habe, wir hatten ja dann auch schon Fotos vom Gesicht, von der Kleinen, kann ich einfach in dem Moment ja nicht umbringen. Also für mich war das so schlimm, der Gedanke, dass ich wirklich daran gedacht habe, wenn du das unterschreiben würdest, würdest du deine Tochter umbringen. Mein Problem ist einfach, ich möchte mich nicht danach, und das so bin ich jetzt, ich möchte mich nicht danach fragen, was wäre, wenn ich sie kennengelernt hätte? Wie lange hätte sie gemacht? Das sind Fragen, die will ich mir nicht stellen, das möchte ich gerne sehen. Am Tag nach der schrecklichen Diagnose sagen sie ganz bewusst Ja zu ihrem Kind. Ihrem Kind, das bald sterben wird. Mit einem Gipsabdruck von Leslies Bauch. Wichtig ist für uns, dass die Kleine natürlich keine Schmerzen hat oder sowas. Das wurde uns ja dann auch vergewissert, dass auch in diesem palliativen Weg, dass das nicht der Fall sein wird und dass sie ihre eigenen Entscheidungen auch wirklich treffen darf. Also es werden keine lebenserhaltenden Maßnahmen dann durchgeführt. Ich verurteile keinen Weg. Und für uns gibt es halt, oder ist der beste Weg, der palliative Weg. Im dritten Monat der Schwangerschaft hätten wir uns vielleicht auch wieder anders entschieden, wie wir uns jetzt im siebten oder achten Monat entschieden haben. Genau. Auch das ist natürlich, ja, also das ist auch situationsabhängig. Also ich denke, es ist wichtig, dass man so eine Zeit auch einfach gestaltet und dass die nicht nur dunkel ist, weil ich halt für mich auch begriffen habe irgendwann, dass die Kleine ja noch da ist. Also sie ist ja da.
Und ich fand das, auch wenn das automatisch passiert, dass man traurig ist, so unfair, immer nur im Negativen an sie zu denken und auch an die Zeit zu denken. Weil irgendwann, das hört sich doof an, man hat auch keine Lust mehr, traurig zu sein. Man will, es ist ja unser Kind und die ist da und die geht ihren Weg. Der ist leer. Geht es so? Schwanger mit todkrankem Kind. Auch Julia Roos und Mario Opitz haben das erlebt. Auch sie wollten die Schwangerschaft nicht abbrechen. Vor 7 Monaten kam ihre Lilly dann zur Welt und ist kurz danach gestorben. Nun ist Julia wieder schwanger und der Umzug in eine neue Wohnung steht an. In den nächsten 2-3 Wochen ziehen wir jetzt um nach Groß-Gerau. Genau. Ja. Und das ist ein bisschen größer, ne? Ja, ist ja auch ein bisschen größere Wohnung. Genau. Ja, weil wir erwarten auch Nachwuchs. Ja. Und dann denken wir halt, dass eine größere Wohnung dann vielleicht auch angebracht ist. Oder freuen wir uns auch drauf. So eine Art Neuanfang? Also natürlich ist es ein bisschen schon Neuanfang, weil jetzt ja auch das Baby, was jetzt gerade in meinem Bauch ist, ja bei uns ist und nicht mehr Lilly. Aber also auch da soll sie auf jeden Fall ihre Ecke bekommen, ihren Platz, dass sie auch da immer bei uns ist. Deswegen, ja, mag ich den Begriff Neuanfang nicht ganz so. Ja. Vor gut einem Jahr. Im Ultraschall erkennen die Ärzte, dass Lilly einen schweren Herzfehler hat. Die Diagnose damals, höchstwahrscheinlich eine Chromosomenstörung, mit der ihre Tochter nicht überleben kann. Julia und Mario schaffen es, sich die Freude über ihr Kind zu bewahren und entscheiden, dass Lilly zur Welt kommen soll. Und jetzt ist ihr Bruder unterwegs. Geht das dann noch so, sich jetzt so unbeschwert auf ein Kind zu freuen? Ich glaube nicht. Also, ich kenne es ja auch nicht anders. Also dadurch, dass es ja bei Lilly schon in der 12. Woche wir die Diagnose hatten, ist es jetzt schon unbeschwerter als auf jeden Fall als die Schwangerschaft mit Lilly. Aber komplett unbeschwert. Das ist ja auch so, dass das jetzige Kind, das ist ja kein Ersatz für die Lilly. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es da, also für uns, glaube ich, wird es da keine Phasen geben, ja? Die es dann abzuschließen geht. Und irgendwann ist es dann so, da hat man die Phase X erreicht und dann ist es gelöscht. So wird es nie sein. Ja? Die wird, auch wenn sie nur einen kurzen Moment, also sie war ja quasi 10 Monate plus 30 Minuten dann noch in unseren Armen, lebend, das wird so eine Erinnerung sein, die werden wir immer im Leben haben. Das lässt sich auch nicht abschließen und das wollen wir auch gar nicht abschließen. Und die Geburt einfach, das hört sich so für Außenstehende vielleicht komisch an, aber es war total schön. Einfach, ja, einer der schönsten Momente, ich glaube, in unserem beideren Leben. Und obwohl das natürlich auch gleichzeitig so traurig war, weil man ja auch gesehen hat, dass sie sehr schwach auf die Welt gekommen ist und sie wurde mir nicht weggenommen. Das hieß auch, sie wird das nicht schaffen. Aber trotzdem haben wir den Moment so genossen. Das war einfach ja, eine total schöne halbe Stunde. Ja. Ja, und auch danach, natürlich waren wir unendlich traurig, dass sie jetzt gestorben ist. Aber irgendwie war es auch trotzdem schön, sie halt bei uns zu haben, dass da wirklich so ein kleiner Mensch doch entstanden ist, obwohl vorher die ganze Zeit gesagt worden ist, sie wird es gar nicht schaffen, die 40 Wochen, sondern schon viel, viel eher von uns gehen. Tobias und Leslie haben wegen Lou einen vollen Terminkalender. Ärzte, Bestatter, psychosoziale Beratung. Jetzt geht es zur Ultraschalluntersuchung. 3 bis 4 Termine in der Woche haben wir schon, mit, wo es um die Kleine geht. Und man beschäftigt sich ja zu 90% immer mit dem Sterben. Und das strengt einen an. Also man kann einen Termin von 2 Stunden haben und will einfach nur noch ins Bett und schlafen, weil man einfach so fertig ist. Hinter ihnen liegt ein Ärztemarathon. Nach schlechten Klinikerfahrungen haben sie nun eine Ärztin gefunden, der sie vertrauen.
Heike Makuschei-Weiß hat Erfahrung mit Paaren, die ihr todkrankes Kind auf die Welt bringen wollen. Und Leslies Eltern sind ihnen eine liebevolle Unterstützung. Sie kennen das ja alles schon. Es geht ja auch heute jetzt nicht mehr um eine genaue Organdiagnostik. Kommen Sie noch ein Stückchen runter hier auf der Liege. Sondern einfach nur mal zu sehen, wie das Kind gewachsen ist, wie die Versorgung ist. Wie spüren Sie es im Moment? Wie immer, sehr gut. Oh, das ist ja schön. Ja. Mhm. Der Bauch scheint ja auch noch ein Stück größer geworden zu sein. Das sehe ich auch so. Oh, fangen wir mal an. Moment, ich fahre sie klein ein bisschen runter. Bisschen kalt. Nicht schlimm. So, hier sehen wir das Herz. So, hier können wir eigentlich noch recht gut so den Bauchumfang messen. Der Magen hier, Sie kennen das ja schon. Und das wäre jetzt wie ein Gürtel, kann man sich das vorstellen. Der Bauchumfang. Das ist halt schon was kleiner, als man es im Durchschnitt bei Kindern hat. Das wussten wir ja auch schon. Kommen wir jetzt auf ungefähr 2000 Gramm. Schön. Das ist ja schon mal schön. Mhm. Dann sehen wir hier die Plazenta, der Mutterkuchen, ja. Hier dieses dicke graue Kissen. Die sieht auch weiterhin für das Schwangerschaftsalter sehr gut aus. Die Versorgung ist nach wie vor gut. Das wäre es eigentlich schon für heute. Auch wenn sich Lou noch gut entwickelt, die Fruchtwasseruntersuchung hat zweifelsfrei bewiesen, sie ist todkrank. Sie hat Trisomie 13. Man würde, wenn man es jetzt so heute das erste Mal sehen würde, eigentlich keine Trisomie 13 vermuten. Das liegt auch daran, dass das Kind eine erstaunlich gute Plazenta hat. Also das Kind wächst ja immer noch, jetzt bei der heutigen Untersuchung ja auch ganz gut. Und es kann sogar sein, dass die Plazenta gar nicht in vollem Umfang die Chromosomenstörung hat, die das Kind hat. Und dadurch in der Lage ist, das Kind auch relativ lang gut zu versorgen. Die meisten, die mit Trisomie 13 ausgetragen werden, sterben relativ kurz nach der Geburt. Hier kann man sich vorstellen, dass das Kind vielleicht auch ein paar Monate lebt. Es gibt auch Kinder, die schon über ein Jahr alt geworden sind, aber das sind dann Ausnahmefälle. Julia und Mario besuchen ihre Freundin Sabine Pabel. Sie ist Hebamme und hat sie damals begleitet, als Julia mit der todkranken Lilly schwanger war. Als wir dann die Diagnose bekommen haben, dass mit Lilly irgendwas nicht stimmt, war das auch eins der ersten Nummern, die ich gewählt habe. Während den 40 Wochen war sie, also hatten wir ziemlich viel Kontakt und hat uns gut beraten und unterstützt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich als erstes gesagt habe, lass dir Zeit. Das war so einer der ersten Dinge, wo ich gedacht habe, nur nicht schnell in die Situation kommen, vermeintlich eine schnelle Lösung zu finden, indem man die Schwangerschaft abbricht. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, dass die Ärzte einem so vor die Wahl stellen und man muss direkt sagen, ob links oder rechts rum. Aber eigentlich, das hat irgendwie immer gut getan, innerlich zu wissen oder auch wenn wir mit dir telefoniert haben, dass du gesagt hast, wir haben eigentlich alle Zeit der Welt zu entscheiden und abzuwägen, was wir jetzt als nächstes machen wollen. Wir haben halt ziemlich wenig zugelassen, weil wir gesagt haben, wir machen in der Schwangerschaft nur die Ultraschalluntersuchung, aber die Ärzte hätten halt gern mehr gewusst, warum und was und das auch schon gern in der Schwangerschaft, ja. Ja. Und das war so, glaube ich, eins der schwierigen Entscheidungen auch, zu entscheiden, wir wollen nicht, dass. Also unsere Entscheidung ist ja dann so gewesen, dass wir sie nicht operieren lassen wollten, einfach weil wir ihr das nicht antun wollten irgendwie, weil wir gedacht haben, das ist so ein kleines Wesen und es ist, und wir wissen ja gar nicht, ob sie das überlebt hätte. Lilly wird nicht am Herzen operiert, wie von einigen Ärzten vorgeschlagen. Auch nach mehreren Eingriffen wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, gering geblieben.
Bis zur Geburt haben Julia und Mario mit dieser Entscheidung immer wieder gerungen. Davor hatte ich auch totale Angst, dass wir halt eine falsche Entscheidung treffen. Das war halt einfach so schwierig. Also erstmal zu entscheiden, nein, kein geplanter Kaiserschnitt. Und dann eigentlich dann kurz vor der Geburt war dann nochmal so die Entscheidung, wir lassen das CTG aus, dass keine Herztöne mehr mitgeschrieben werden. Weil das auch bedeutet hätte, Notkaiserschnitt, wenn die Herztöne schlechter werden. Aber im Nachhinein gesehen, dann haben wir uns doch für das Leben unserer Tochter entschieden, weil sie ja tatsächlich eine halbe Stunde gelebt hat und ich sie auf dem Arm hatte, was einfach der schönste Moment war. Und hätte ich mich für den Kaiserschnitt entschieden, dann wäre es sehr wahrscheinlich, also da hätte ich sie nicht haben dürfen, weil dann wäre sie sofort mit den Ärzten mitgekommen und somit. Auch wenn mir das in dem Moment gar nicht so bewusst war, haben wir uns ja eigentlich doch für das Leben von Lilly entschieden. Und dann sogar ein sehr schönes, weil sie bei uns war. Ja. Ja. Willst du da oder darüber? Wo ist es besser? Soll ich lieber dahin? Nun ist Julia wieder schwanger. Sie möchte, dass Sabine als erfahrene Hebamme sie untersucht. Wenn du so fühlst du selber? Mhm. Ja. Da, also die hat noch ganz viel Platz. Da haben wir gut noch 3 Querfinger zwischen Rippenbogen und Gebärmutter. Also, sonst kannst du auch von da oben, wenn du von oben vorsichtig runtertastest, jetzt nicht so auf den Magen, da ist der Kuchen drin. Merkst du, dass da so ein Widerstand ist? Ich merke nur so Apfelstückchen. Wenn du so von oben hier so runterkommst. Ja. Ne, bis dahin geht die Gebärmutter. Ja, hier ist das Kind. Das Kind ist ja viel schneller als dein Puls. Jetzt hat sich auch bewegt. Hast du gemerkt? Nee, das hat gerade nicht gemerkt. Eigentlich möchte ich es mir noch nicht so alles ausmalen, was in Zukunft passiert, weil ich immer noch ein bisschen Angst habe, dass vielleicht, dass vielleicht auch jetzt das jetzige Baby vielleicht doch auch noch irgendwas ist und es nicht lebensfähig sein wird. Aber es sieht ja alles gut aus, aber man traut sich es noch gar nicht so ganz so zu weit zu denken. Das Marienhausklinikum Neuwied. Leslie hat sich mit ihrem Mann in der 37. Woche für die Einleitung der Geburt entschieden. Und Lou kommt zur Welt und lebt. In ihrem Zimmer in der Klinik spielen Tobias und Leslie eines ihrer Lieblingslieder und filmen mit dem Smartphone. Lou hat das Lied während der Schwangerschaft schon oft gehört. Lou wird nicht intensiv medizinisch behandelt. Wie es ihr geht, schildert Kinderarzt Kai Spiranek. Also heute Nacht wurde berichtet von der betreuenden Neonatologin, meiner Kollegin, dass sich das Kind erstaunlich gut adaptiert hat. Also es hat gut selbstständig geatmet, hat einen stabilen Herzschlag, sodass es dann frühzeitig zur Mutter gegeben werden konnte. Und jetzt warten wir ab, wie sich das so in den nächsten Stunden entwickelt.
Mario und Julia auf dem Weg ins Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Schon während der Schwangerschaft mit Lilly haben sie hier eine psychosoziale Beratung bekommen. Und nachdem ihre Tochter gestorben war, wurden sie in ihrer Trauer individuell begleitet. Seit kurzem treffen sie sich mit Eltern, die ebenfalls sehr früh ihr Kind verloren haben, in einem Trauerkreis. So. Also mir geht es aktuell ganz gut. Gerade ist natürlich auch ziemlich viel los, weil wir in einer Woche umziehen. Ich hatte es ja schon das letzte Mal auch gesagt, dass es so ein bisschen zwiegespalten ist, dass wir umziehen. Einerseits freuen wir uns auf die neue Wohnung, aber andererseits ziehen wir da ein. Und Lilly war da eigentlich nie vorher mit dabei. Also es ist ja ein bisschen komisch auch, dass wir die alte Wohnung jetzt hergeben sozusagen. Für ihren Abschied von Lilly hat ein anderer Raum im Kinderhospiz eine ganz besondere Bedeutung. Das sogenannte Familienzimmer. Nachdem Lilly in der Klinik gestorben war, haben hier Julia und Mario zusammen mit ihrer Tochter noch 5 Tage verbracht. Eigentlich sah sie am nächsten Tag noch rosiger und entspannter aus wie nach der Geburt und eigentlich auch bis zum Schluss, also die 5 Tage. Man hat wenig Veränderungen gesehen. Also sie sah trotzdem die ganze Zeit süß aus. Der einzige Unterschied ist halt, dass wenn man sie über die Wange streichelt, dass sie halt nicht warm ist, sondern halt kalt. Aber trotzdem weich. Ja. Ich meine, wenn man das dann halt einem erzählt, dass wir dann halt nach der Geburt irgendwie 3 Stunden, 4 Stunden nach der Geburt im Bestatterauto dann dahin fahren und dass wir dann da noch übernachten mit unserem toten Kind im Raum, ja, das klingt erstmal komisch, aber war es überhaupt nicht. Ja, es war auch, gab auch Momente der Trauer und es gab aber auch Sachen zu lachen, ja, wo ich mir dann überlegt habe, da habe ich sie dann abends noch mal ins Bett geholt und habe mich einfach erschrocken, dass sie so eiskalt war, bis mir einer erklärt hat, dass in der Wiege da unten Kühlpacks drin sind, ja. Ja, aber es war schön, dass wir die Möglichkeit auch hatten. Eine Zeit, die möchte einfach, also die würde ich über nichts in der Welt mehr hergeben. Ja. Mhm. Auch, dass wir einfach die Zeit hatten, habe ich dann abends auf dem Bett mit der Julia gesessen und dann haben wir halt angefangen, den Sarg zu bemalen. Ja. Wo im ersten Moment, wenn man das hört, dann denkt man, das ist schon makaber. Ich sitze in meinem Bett, mein totes Kind liegt neben mir und ich bemale den Sarg. Ja. Aber also, kann man mir jetzt glauben oder kann man nicht glauben, es war aber auch sehr schön. Das fand ich auch so schön, weil dann so die Hemmnis gefallen ist. Weil sonst vorher dachte ich immer, ein Sarg, den darf ich nicht anfassen oder den will ich auch gar nicht anfassen. Und ja, in dem Fall war es dann schön. Wir haben den bemalt und irgendwann haben wir gesagt, ach komm, wir nehmen den Deckel jetzt mit ins Bett, weil es da einfach bequemer ist, weiter zu malen. Und somit war dann auch einfach so die Distanz nicht mehr da zu diesem Sarg. Und dann auch am nächsten Tag war es so, dass wir sie mal reingelegt haben in den Sarg, um mal zu gucken, wie wir uns dabei fühlen. Also ob das was ganz, ganz Schreckliches ist, weil eigentlich ist es ja wirklich das Letzte. Wir legen sie im Sarg und ja, das war's dann. Aber wir haben sie dann noch mal rausgeholt, dann haben wir sie noch mal reingelegt und mal den Deckel drauf gemacht und geguckt, wie sich das anfühlt. Den dann wieder aufgemacht, einfach alles so Schritt für Schritt. Und ich, ja, wenn ich mir vorstelle, direkt nach dem Krankenhaus wäre sie weggekommen,
Also, ja, das wäre... Ohne die Möglichkeit von einem Abschied, ja. Ja, das wäre nicht so schön gewesen. Also diese 5 Tage im Bärenherz waren einfach total wertvoll, um sie kennenzulernen und um auch Abschied zu nehmen. Ja. Tobias, Leslie und Lou. Im Krankenhaus feiern sie jeden Tag mit ihr Geburtstag. Wohl wissend, dass Lou jederzeit sterben kann. Dann, nach dem 4. Tag, hört ihre Tochter auf zu atmen. Mit der Ente ist die Familie während der Schwangerschaft oft zu schönen Plätzen unterwegs gewesen. Jetzt kommen Leslie und Tobias mit Lous Großeltern fast täglich zu ihrer letzten Ruhestätte. Unter dem Baum einiger anderer Sternenkinder hat die kleine Lou ihren Platz bekommen und wurde hier vor einer Woche bestattet. Die 4 Tage mit ihrer Tochter, für Leslie und Tobias, sind sie wie ein Wunder. Es war einfach Wahnsinn, weil die Kleine ja entgegen dessen, was eigentlich vorher gesagt wurde, alles selber konnte. Das heißt, wir hatten auch wirklich 3, 4 Tage, die voller Leben waren, was das anging. Also sie war nicht an Geräte gebunden oder an irgendwas anderes. Und wir konnten die Dinge tun, wir konnten sie füttern, wir konnten sie wickeln, wir konnten mit ihr... durch die Zimmer spazieren und hatten eine ganz intensive Zeit und haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir ein Kind haben, was krank ist. Und ich denke, das war das allergrößte Geschenk, was man uns hätte machen können einfach. Und also trotz allem Schweren auch einfach die schönste Zeit, die wir bisher in unserem Leben hatten. Also das... Ja, diese 4 Tage haben einfach, also alleine schon die Kleine auf dem Arm zu halten nach der Geburt, da habe ich dann irgendwann auch gesagt, ja, das hat für die letzten 12, 13 Wochen total entschädigt. Und wir waren einfach für die 4, 5 Tage, die wir dann im Krankenhaus waren und die wir mit ihr hatten, eine ganz normale Familie. Und doch konnte es jeden Moment damit vorbei sein. Denn niemand wusste, wie lange Lou mit der schweren genetischen Erkrankung leben würde. Gerade abends, wenn wir dann quasi zu dritt waren, gab es dann meistens diese Momente, wo wir dann Angst hatten, Panik hatten, dass der Moment vielleicht doch früher eintreten könnte. Ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig schwer im Schlafen getan, also ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe auch die 4 Tage nicht geschlafen. Einfach, weil ich immer Angst hatte, irgendwas zu verpassen. Weil ich total Angst davor hatte, dass es jeden Moment passiert, dass sie jeden Moment stirbt. Das war das größte Geschenk. Also dieses kleine Mäuschen auf dem Arm zu haben, es anzusehen, es füttern zu dürfen, es wickeln zu dürfen. Man hat einfach alles, was man an Liebe in sich hat, da reingesteckt jetzt. Also es waren wirklich 4 sehr intensive, 4 sehr schöne Tage. Und sie war, wie sie war. Unsere kleine Lou. Ja. Und wir waren, oder sind, es vergeht ja nicht, mächtig stolz. Genau. Ja. Mein Mann sagt immer, ich habe meinen Ritterschlag erhalten, ich bin Opa. Nee, war wirklich fantastisch, die 4 Tage. Ja. Obwohl wirklich so ist, dass wir mit dieser Trauerarbeit schon vor 12, 14 Wochen angefangen haben. Ja, weil wir genau wussten, was kommt. Ja. Nach 4 Tagen in der Klinik ging es Lou noch so gut, dass die Ärzte sie mit ihren Eltern
eigentlich nach Hause schicken wollten. Doch die Kleine wollte es anders. Also ich persönlich fand den Tod, wie er gekommen ist, gar nicht so schlimm. Weil das anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Also man hat da eine totale Panik vor, sein Kind sterben zu sehen. Aber das war so friedlich und so... Ja, das waren auch wir drei wieder, die nur in dem Moment da waren. Und all die Angst, die ich vorher vor all den Situationen hatte, die totale Panik, ist nicht eingetreten. Und das hat mich einfach beruhigt. Auch einfach bestätigt in dem, was wir gemacht haben, dass es richtig war. Und wie kam es, dass das so friedlich war? Wir haben morgens, bin ich aufgestanden und dann haben wir den Sonnenaufgang gesehen zusammen, also die Kleine und ich. Und dann habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie, dass die Atmung halt eben ein bisschen verlangsamt ist. Und habe ihn geweckt und in dem Moment war uns beiden einfach klar, was passieren würde. Und dann sind wir noch aufs Schwesternzimmer und haben quasi die Bestätigung geben lassen, sind dann zurück mit ihr, haben sie zwischen uns gelegt und haben, sie ist einfach eingeschlafen. Und das war für uns, das auch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber auch mit eins der größten Geschenke, weil man natürlich auch Angst hat, dass sie irgendwelche Schmerzen hat oder dass, man weiß ja auch nicht genau, woran das Kind dann letztendlich stirbt. Und das hat sie toll gemacht. Also das hat sie uns als, ja, als Geschenk auch nochmal mitgegeben. In der Helios-Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden. Julia und Mario haben noch einen Monat bis zum errechneten Geburtstermin von Merlin. So wird ihr zweites Kind heißen. Die Hebamme kennen sie noch von Lilis jetzt Geburt. Hören wir. Schön, dass ihr da seid. Ja. Hi, grüß dich. Hi. Geht's euch gut? Ja. Sieht auch gut aus. Sie kennt ja aus, genau. Hinlegen und den Bauch frei machen. Und da ist ihr Stuhl. Auch bei Dr. Andreas Klee war Julia schon vor einem Jahr, als sie mit Lilly schwanger war. Nach der schlimmen Diagnose wurde sie genau hier von ihm viele Male untersucht. Da können Sie ein bisschen mitschauen. Mhm. Wie ist es mit Kindsbewegung? Die spüre ich. Gut. Ja. Ich messe Kind jetzt erstmal durch, um orientierend abzuschätzen, wie schwer das ihr Kind zurzeit ist. Mhm. Hat einen kräftigen Kopf. Passt zu den beiden. Ne? Also die Fingerspitzen zu sehen, hier, da. Und das sind auch fünf, ne? Ja, der Daumen, der ist ein bisschen kürzer, deswegen sieht man ihn erst in einer anderen Ebene. Da ist der Daumen da unten. Ja. Also der Bauch, der entspricht der Woche, genau, wie er sein sollte. Genau. Nur der Kopf ist ein bisschen. Das sieht man hier. Das ist der Bauchumfang, das ist ziemlich enorm. Mhm. Der Kopfquerdurchmesser. Ist okay. Schon kräftig. Ja. Ja? Mhm. Aber, mein Gott, ist alles drin, so wie es sein sollte. Ja. Dann passt doch viel rein. Ja, ja, deswegen. Kannst du noch ein bisschen größer machen? War ja jetzt gut, dass doch alles relativ im grünen Bereich ist. Ne? Aber trotzdem, daran merkt man, also wenn da nur eine Sache vielleicht mal aus dem Rahmen springt, dann. Mhm. Kann die Welt sich doch auf einmal ganz schnell in Sekunden doch wieder anders drehen. Zwei Wochen sind seit Lus Tod vergangen. Tobias und Leslie bauen eine Kiste für sie. Auch ein Stück Trauerarbeit. Erinnerungsstücke sollen da mal rein. Alles, was sie mit ihrer verstorbenen Tochter verbindet. Was geht einem da solch in den Kopf, Leslie? Ja, vieles. Also,
definitiv auch, dass man das lieber für sie machen würde, wenn sie da wäre. Manchmal ist es auch einfach schwer, ihren Namen halt eben zu schreiben oder zu lesen. Jetzt, ja, schaffen wir wieder Erinnerungen für die Zeit, wo sie nicht da ist wieder, ne? Also es ist irgendwie, ja, man hat so das Gefühl manchmal, dass sie gar nicht da war. Und dass man sich diese Erinnerungen einfach immer wieder selber schaffen muss. Und ja, das ist halt eigentlich das Schwierigste, ne? Dass man immer denkt, ja, ich hätte es auch machen können, wenn sie da gewesen wäre. In den kommenden Wochen nimmt die Trauer um ihr Kind immer mehr Raum ein. Man weiß halt nie, wann es einen schmeißt und wie man im Moment, da findet man eine Situation halt, dann kann man damit gut umgehen und dann kommen wieder die. Dann hat man halt einfach Angst, dass man irgendwann in so ein tiefes Loch reinfällt und dann gar keine Kraft mehr hat. Und das, die Angst hatte ich halt einfach. Man möchte einfach so gut wie möglich durch die Situation durch. Dass man einfach irgendwann wieder einen Sinn darin sieht, richtig zu leben und dass es nicht mehr so weh tut. Und das ist halt was, was mich halt so ein bisschen manchmal verzweifeln lässt, dass man das irgendwie in sein Leben integriert bekommt. Dass es halt normal ist, immer ein Stück traurig zu sein, aber nicht aus seinem Leben bestimmen lässt. Geht alles. All den dunklen Momenten zum Trotz haben Leslie und Tobias Lus Erinnerungskiste bunt bemalt. Nun soll sie noch gefüllt werden. Es gibt halt Tage, an denen man gut vorankommt, an denen man sagt, okay, es ist schlimm, aber wir müssen auch nach vorne gucken. Und dann gibt es genauso Tage, ja, wo man am liebsten nur im Bett liegen bleiben würde und nur weinen würde und schreien würde und alles kaputt hauen würde vor lauter Wut, Trauer. Und wie geht es Ihnen, wenn Sie das jetzt so sehen? Gemischte Gefühle, ne? Auf der einen Seite ist man natürlich total traurig, weil man einfach die Situation anders oder gerne anders gehabt hätte. Und auf der anderen Seite ist man aber halt auch, ja, glücklich, so schlimm das eigentlich ist, aber wirklich glücklich, dass wir 4 wundervolle Tage mit ihr hatten und dass wir halt das so mit ihr erleben durften. Ja, ich sehe das ähnlich, aber im Moment, es ist schwer. Fehlt sie. Fertig. Julia und Mario sind inzwischen umgezogen. Und Merlin ist auf der Welt. Und wie war die Geburt? Ein bisschen schmerzhafter als bei Lilly, also von den körperlichen Schmerzen her, weil ich diesmal keine PDA genommen habe, worüber ich aber auch ganz stolz dann am Ende war. Aber sonst, ja, auch ganz schön. Also natürlich war es ein unglaubliches Gefühl, dann ihn, ja, als er geschrien hat,
und der mir dann auf die Brust gelegt worden ist. Das war schon richtig, richtig schön. Ja. Und es war ja die gleiche Hebamme, die damals Lilly auch mit zur Welt gebracht hat. Auch für sie, glaube ich, war das... Also wir hatten alle Tränen im Kreissaal. Mario, die Hebamme und auch ich. Dann machen wir einmal kurz Wechsel, ja? Merlin ist gesund. Doch die Sorge, dass etwas nicht stimmen könnte, bleibt. Gelegentlich oder auch schon auch noch ein bisschen häufiger hört man immer, ob er noch atmet. Oder wenn er ganz ruhig da liegt, gehe ich auch manchmal hin und höre noch mal so. Ne? Weil man doch immer noch ein bisschen Sorge hat. Aber ja, ist richtig schön. Ich freue mich auch irgendwann, dem Merlin von seiner großen Schwester zu erzählen. Weil das wird einfach immer ein Teil von uns sein. Was meinst du? Also, wollen wir hier hinstellen? Ja, würde ich sagen. Okay. Wir können ja mal gucken, wie es einfach aussieht, ja? So? Und dann noch ein bisschen weiter nach hinten, würde ich sagen. Ja. Findest du, es passt so? Ja, erstmal ja. Sieht schön aus. Den Speckstein haben Julia und Mario selbst angefertigt. Zur Erinnerung an alles Schwere, aber auch an die schönen Momente, die sie mit ihrer Lilly haben durften. Dass die Lilly halt schwer krank war oder so, das hatten wir halt einfach nicht in der Hand. Und dann finde ich es auch in allem Übel, wie es ist, ist es doch so am schönsten gewesen einfach. Und deswegen können wir jetzt auch froh sein, finde ich, dass sie hier ist, dass sie einen Platz hier in unserem Garten hat, dass sie einen Platz im Herzen hat. Ja. Also am liebsten hätte ich gewollt, dass jetzt Lilly nicht hier, also sie liegt ja jetzt nicht hier, aber dass dieser Stein hier ist, am liebsten hätte ich, dass sie hier gerade rumläuft und wir Merlin auf dem Arm haben. Ne? Das wäre natürlich das Schönste von allem. Mhm. Aber weil das halt nicht ging, bin ich trotzdem total glücklich, dass wir sie jetzt wenigstens halt in Erinnerung einfach dabei haben. Also, dass sie nicht da wäre, das wollte ich auf keinen Fall. Und dann lieber so, wie es gelaufen ist, als dass sie gar nicht bei uns gewesen wäre.